Hallöchen, hier ist das Stempeltierchen aus Leipzig. Mein Name ist Mandy und ich freue mich sehr, dass ihr zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Ja, die Belichtung ist noch ein bisschen dunkel, das ändern wir gleich wieder. Aber ihr seht ja, was ich für euch habe. Und zwar habe ich noch eine Halloween-Idee für euch. Ich weiß, ich habe gesagt, die zwei anderen waren die letzten, aber ich blühe gerade über vor Ideen. Ich könnte euch sogar noch eine vierte Idee präsentieren. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe bei DM diese coolen Bilderrahmen gesehen und bei McGuides diese echt coolen, ich komme mal näher ran, jetzt bin ich auf mein Mikro getreten, diese ganz coolen Teelichte elektrischen und die ja auch so im Halloween-Style sind und habe gedacht, das muss ich einfach zusammenbringen. Und zwar ist es dann, stellt ihr das am Ende hier so rein und so steht es dann da. Ich wollte bloß, dass ihr auch den Hintergrund seht, deswegen habe ich es hingelegt. Ne? Wie präsentiert man immer einen Bilderrahmen? Also wenn ihr da mal eine bessere Idee habt, dann sagt mir Bescheid. Ich bin dafür offen und wir machen mal wieder Licht, 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 so dass das ihr dann auch alles schön seht. Genau. Und dann würde ich sagen, mach mal hier mal das Kerzel aus. Würde ich euch mal zeigen, wie ihr so einen kleinen gruseligen Deko-Bilderrahmen gestaltet. Ihr wisst, ich gestalte auch gerne die Bilderrahmen und ich habe da echt Bock drauf und deswegen. Also wie gesagt, das ist das Teelicht. Das gibt es so im Zweierpack und das habe ich, wie gesagt, bei McGuides gefunden in der Halloween-Abteilung. Geht. Das brauchen wir aber erst zum Schluss. Also, ich habe so einen Bilderrahmen. Den habe ich hier, wie gesagt, bei DM gefunden. Das ist so eine kleine Größe. Und den müssen wir ein bisschen auseinandernehmen, weil so viel brauchen wir von dem nicht. Als erstes holen wir hier mal das raus. Und oh, das war bei dem anderen, hing das auch schon so übel drinne. Die sich am Ende echt gedacht habe, ich kriege das gar nicht raus. Aber wenn es einmal draußen war, ich rupp hier eher das Ding ab, als dass ich das raushole. Ich bin gleich wieder da. So, ich habe es rausbekommen. Also ihr seht, es ist echt knapp bemessen. Dann holt ihr noch raus das Dekopapier. Den Rahmen, der muss auch raus. Der kommt aber wieder rein. Es ist wirklich echt straff hier drin. Macht ja dann auch keinen Spaß. Ne? Man will das ja auch benutzen. Oh, Leute. Jetzt. Und das da kommt raus und die Scheibe kommt auch raus. Ich habe ja gesagt, also wir bauen den ein bisschen auseinander. Und jetzt klappen wir die hier. Die klappen wir ein. Ich habe halt einen weißen und einen schwarzen mitgenommen. Ich wusste nicht, dass ich das entstehe, aber ich dachte, oh cool, Bilderrahmen so klein, nimmst du mal mit. Und dann stecken wir das wieder rein. So, ein bisschen mit Kraft, ne? Damit wir dann hier die Kerze hinstellen können, damit die Kerze auch einen Halt hat. So, für unsere Hintergrundwand habe ich mir jetzt genommen ein Stückchen Vanille pur in den Maßen von 12x12 und das kleben wir dann einfach hier drauf. Das könnt ihr ja, wenn ihr den wieder benutzen wollt, einfach wieder abmachen. Das ist ja nicht das Problem. So, und da ich aber so ein bisschen eine Orientierung brauche, ihr kennt mich, wie ich das äh
wie ich jetzt mein... Ich hatte es so gemacht, ne? Wie ich mein Bild gestalten möchte. Also das ist nur grob, ne? Das ist einfach nur, damit ihr eine halbwegs Orientierung habt, wo jetzt eure Mitte ist und welche, was der Rand ist, den ihr nicht seht. Das muss jetzt nicht akkurat sein. Ihr seht es, bei mir ist es auch nicht akkurat. So. Dann nehme ich mir das Stempelset Snowfront. Das ist ja aus dem letzten Katalog übernommen worden. Und ihr wisst, ich habe mit dem echt gerne gearbeitet. Und ich habe mir einfach gedacht, wir wollen ja gerne so eine kleine, gruselige, halloweenische Landschaft gestalten. Und nehmen dafür auch Schwarz. Und nehmen hier diese wunderbar kahlen Bäume. Und stempeln einen auf die eine Seite. Und dann habe ich noch einen auf die andere Seite gestempelt. Und dann nehmen wir aus dem Set auch noch die Baumreihe. Und ich habe gedacht, ich nehme jetzt einfach mal Vanille pur und gucke einfach mal, wie das wirkt. Und die setzen wir so hier unten hin. Dass wir hier quasi so richtig einen kalten, düsteren Wald haben. So. Dann, mir fehlt ein Stempelset. Ich habe ein Stempelset vergessen, was ich noch mitnehmen wollte. Und zwar, wartet mal. Ja, ich weiß, jetzt seht ihr meinen Arm, genau. Aber ich habe es gleich gefunden. So, dann nehmen wir hier diese Nebelschwaden, sind es nämlich jetzt bei mir. Und wir nehmen uns Schiefergrau. Stempeln das einmal ab. Und stempeln uns hier einfach hier oben so ein bisschen düsteren Nebel. Das Schiefergrau packt man noch nicht weg, weil wir nehmen noch diese andere Flatsche. Stempeln auch die einmal ab. Und tun hier unten noch so ein bisschen auch den Boden düster und grau gestalten. Damit das alles noch etwas mystischer wirkt. Ne? Dann habe ich mir genommen das Stempelset Alles im Block. Ich weiß, das habt ihr alle da. Ihr habt genauso wie ich von dem Set, ihr habt das gesehen, habt euch genauso wie ich in das Set verliebt und deswegen weiß ich, dass ihr das alle da habt. Und nehme hier diesen unheimlichen Nebel und dann nehmen wir Rauchblau. Stempeln das auch einmal ab und setzen hier noch quasi so ein paar Düsternis-Akzente, also in diese Nebellandschaft. So, und zum Schluss nehmen wir noch das Stempelset Festive Post. Das finde ich ja auch echt cool. Und hier sind nämlich so drei Fledermäuschen. Wo sind sie? Da. Und die stempeln wir natürlich noch hier mit hin. Einfach, damit das Ganze noch etwas spookischer ist. Thank you.
mit das so ein bisschen dann hier an die Vögel von Hitchcock erinnert. Und bevor wir jetzt das Stempelkissen wegpacken, nehmen wir uns mal noch ein Reststück in, wie heißt's? Vanille pur, genau, so heißt es. Und nehmen uns aus dem Stempelset, wartet, ich zeig's euch gleich, aus dem Stempelset Feiertags mit, das schöne Halloween. Also schönes Halloween heißt es eigentlich. Und das stempeln wir uns auch einmal in schwarz ab. Na, hatte ich jetzt genug Farbe? Nee, hatte ich nicht. Stempeln wir uns nochmal ab. So ist besser. Und das Halloween habe ich mir dann mit der Schere ausgeschnitten. Ich wollte halt nicht das schönes Halloween, weil ich weiß nicht. Also jetzt mal ernsthaft. Also schön würde ich jetzt Halloween nicht bezeichnen. Es soll ja gruselig sein oder so, aber es soll ja irgendwie kein schönes Halloween sein. Wisst ihr, was ich meine? Da nehmen wir uns jetzt einfach eine Schere und schneiden das einfach aus. Und ich habe das hier jetzt so ein bisschen wellig auch geschnitten, weil ich finde, gerade zu Halloween passt das ganz gut. Ja, irgendwie habe ich gerade voll die Verpackungsideen auch für Halloween. Nicht, dass wir jetzt irgendwie Süßes oder Saures sammeln gehen würden. Also mein Kleiner mag es ja sowieso nicht. Also ja, ich muss mich verkleiden und nee. Ich keine Ahnung, von wem der das hat. Also oh, verkleiden ist ja auch so voll meins. Also ich finde es, also die, die das mögen, sollen das unbedingt machen. Auf jeden Fall. Also ich meine, wäre sonst albern, aber wegen mir kann das auch ausfallen. Aber trotzdem spuckt mein Gehirn ganz viele Ideen für Halloween gerade aus. Ist halt so. Also wie gesagt, ich hätte noch eine Verpackungsidee für euch. Auch ähnlich schnell wie die anderen beiden. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar unten in der Infobox. Dann würde ich die Idee euch noch versuchen abzudrehen. So, das haben wir. Und dann nächster Schritt natürlich den Bleistift wieder wegzuradieren. Damit man diese Kanten hier nicht so sieht. Aber wie gesagt, das ist am Ende nicht das Entscheidende. Wenn ihr sagt, ich kriege das auch frei Schnauze hin, dass ich da einen Rand lassen muss, dann macht das nicht. Aber mir gibt das immer eine gewisse Sicherheit, dass ich weiß, okay, geh nicht zu weit. So, das ist ja unsere Vorderseite und hier hinten ist ja das, was wir, dann sehen. Ne? Also, wieso halte ich das so hin? Ich habe keine Ahnung. Ich muss es ja. Also so seht ihr dann auch das Bild, ne? So, und den Rahmen möchte ich natürlich auch gerne ein bisschen verzieren. Und wir haben ja dieses Metallic-Netzband und ihr wisst es, ich finde es so mega cool. Also ich benutze das quasi nur noch. Und ich habe hier einfach so ein bisschen eine Linie gezogen, hier so eine Kleberlinie und habe, nee, ha, seht ihr, ich habe nämlich gedacht, ich kann das erst aufkleben und dann das Papier, aber das funktioniert nicht, weil wenn ich das zuerst aufklebe, dann habe ich ja auch im Hintergrund das Netzpapier und das will ich nicht. Also wir kleben erst das Papier auf.
Sehr schön. Und dann, wie gesagt, eine Linie ziehen. Dann schneiden wir uns was von diesem Netzpapier ab. Und wenn ihr hier diesen Fotokleber nehmt, der geht auch wirklich gut wieder ab. Also das ist kein Hexenwerk. Und dann legt ihr das hier so an. Ihr entscheidet im Prinzip auch, wie viel ihr davon verwenden möchtet. Also oder ob das dann hier noch über diesen Rahmen rausgehen soll. Ich fand so halt ganz cool. Dann brauchen wir noch ein Stück. Dann nochmal den Kleberoller einfach setzen. Und auch hier anlegen. Nicht vergessen, dass wenn ihr den Kleberoller schon drauf habt und ihr legt das auf das Papier, dann will sich das natürlich am Papier festkleben. So. Und dann klebt ihr das hier einfach fest. Und schon habt ihr die Grundidee quasi fertig. Und ich habe mir überlegt, weil das ist ja jetzt nun weiß, ob wir den Rahmen noch etwas dunkler gestalten und einfach hier noch so ein schwarzes Band drüber setzen. Und das werden wir auch tun. Und das ist ja das glitzernde Organdi-Band, das ich ja auch mega feiere. Und das könnt ihr einfach noch so auf diesen Rahmen, auf euren Klebestreifen mit draufkleben. Und dann habt ihr hier noch so eine schwarze Bordüre. Mir gefällt das gut. Oh, ihr wisst, was ich vergessen habe, oder? Warum sagt ihr das nicht? Ihr habt das Halloween vergessen. Bevor, das muss ja drinnen kleben. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Das kleben wir einfach noch schnell auf. Wir haben ja vorne, Gott sei Dank, keine Scheibe. Dann nehmen wir hier einfach so einen schmalen Streifen. Und setzen das hier noch ran. Wie konnte ich denn das Halloween vergessen? Oh. Herzlich willkommen beim Stempeltierchen Leipzig. Pleiten, Pech und Pannen sind hier immer sehr gerne gesehen. Hm. Ach, ihr wisst doch, wo ihr seid. So, dann setzen wir das jetzt mal noch hier rein. Man soll ja schon wissen, dass es sich um Halloween dreht, also bitte. So, und dann jetzt noch den zweiten Streifen hier aufsetzen. Und dann hält das auch. Und weil wir sehen, dass das nicht hält, nur mit dem Klebestreifen nehmen wir noch einfach mal einen Tesafilm. Ich weiß genau, dass ihr alle jetzt lacht. Ich weiß das. Ich höre euch lachen förmlich. Ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, wie es von hinten aussieht, ist völlig egal. Ihr zeigt das ja nicht von hinten, ihr zeigt das von vorne. So, dann nochmal mit dem Tesastreifen fixiert. Und wenn wir immer dabei sind, fixieren wir die zwei hier auch noch mal ein bisschen, damit die nicht so lumpschlackern. So, jetzt ist hübsch.
Und damit seid ihr im Prinzip fertig. Aber ich wollte natürlich auch den Rand noch ein bisschen mehr Highlight geben. Und da habe ich mir gedacht, wir nehmen aus dem Designerpapier Magische Nacht dieses Fledermäuse. Und die habe ich mir einfach ausgeschnitten. Und die setzen wir dann jetzt noch so als spannendes Element. Kann man das so sagen? Ja, oder? Als Gruselelement. Gruselelement finde ich noch schöner. Einfach noch auf dem Bilderrahmen auf. Und ich finde ja, also ich will einfach mal gucken, ob es halt auch in Weiß wirkt oder ob es tatsächlich nur in Schwarz gut wirkt. Aber ich denke mir, das passt auch in Weiß. Und ich lasse die halt auch so ein bisschen in den Bilderrahmen reinfliegen. Ich frage mich, was mein Kind für Geräusche macht. Ich hoffe, ihr könnt das nicht hören, aber ich finde, es klingt sehr merkwürdig. Und da noch diesen Punkt. Und ich habe mir halt zwei kleinere und eine größere ausgeschnitten. Und da die hier doch ein bisschen mehr auf dem Bilderrahmen ist, dann können wir die hier auch noch mit dem zweiten Gludert. Hier festmachen. So. Ihr könnt das natürlich noch mehr gestalten und noch viel intensiver ausgestalten. Das liegt ganz bei euch. Ich würde die mal ein bisschen anschrägen. Und den zweiten holen wir uns auch noch mal her. Den schrägen wir auch noch mal an, dass wir ein kleines gruseliges Abschlussbild kriegen. Ich lösche noch mal die Lichter. Da macht es ja viel mehr Spaß. Warte, letztes Licht. Ja, hier ist es. Viel Licht. So, jetzt gucken wir noch mal. Jetzt gucke ich mal von oben. Ich finde, der Weiße geht auch. Der Schwarze ist schon noch ein bisschen gruseliger, aber ich finde, der Weiße sieht auch ganz cool aus. Okay, genau. Ich hoffe, die Idee gefällt euch und vielleicht geht es euch so wie mir, dass ihr Halloween nicht mögt, aber trotzdem irgendwie immer noch Ideen für Halloween sucht. Oder ihr seid total die Halloween-Freaks. Auch das schreibt es doch einfach mal drunter. Das würde mich gerne mal interessieren. Und dann ist das hoffentlich für euch eine kleine Deko-Idee. Das lässt sich ja für jeden Bilderrahmen anwenden. Ihr könnt das natürlich auch noch viel größer machen, in größere Bilderrahmen. Aber ich fand die kleine Größe echt süß. Und ehe ich jetzt noch mehr rede, höre ich jetzt auf. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video seht. Habt Spaß am Basteln, habt Spaß am Kreativsein. Bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.